Ahoi Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Vergessene Videogames. Vergessene Videogames Part 2. Was sind vergessene Videogames? Ganz einfach, Videogames, die sie vergessen haben zu veröffentlichen. Drei davon werde ich euch heute wieder präsentieren. Eins kann ich schon mal sagen, der gute Manfred Prenz, The Master, ist heute nicht dabei, aber dafür einer der größten Actionhelden aller Zeiten nach Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Michael Dudikoff, Jet Li, Jackie Chan, Bud Spencer, Terence Hill und alle, die mir sonst noch einfallen. Aber dann kommt er ganz am Ende, Mr. Steven Seagal. Auf geht die Reise. Viel Spaß. Das N64-exklusive GoldenEye aus dem Jahre 1997 von Kultentwickler Rare gehört auch heute noch zu einem meiner Lieblingsshooter überhaupt, den ich auch immer noch gerne spiele. Auch wenn viele Leute sagen, dass der Titel schlecht gealtert wäre, das sehe ich komplett anders. Allerdings spiele ich auch seltenst die N64-Version, sondern lieber die für die Xbox 360 remasterte Version aus dem Jahre 2008. Diese Version hat nur einen Nachteil, sie ist nie offiziell erschienen. 2006 schickte sich also Rare an, eine komplett überarbeitete Fassung des Games für Microsoft Xbox 360 Live Arcade zu entwickeln, indem man auch die Möglichkeit haben sollte, von der neu aufpolierten Update-Grafikauflösung auf die oldschoolige Nebel-Matsch-Optik des N64 umzuschalten. Nostalgiker-Herz, was willst du mehr? 2008 wurde dann zwei Monate vor Fertigstellung der ganze Release eingestampft. Auf der einen Seite sollen wohl finanzielle Probleme ihren Einfluss gehabt haben, auf der anderen Seite ist die James-Bond-Serie ja für unzählige Lizenzstreitigkeiten bekannt, die das Franchise seit Anbeginn begleiten. Kann mir schon gut vorstellen, dass wenn man versucht, MGM, Nintendo, Microsoft, Rare inklusive der charakterbildenden Schauspieler in ein Boot zu bekommen, das in einem Fiasko endet. Letztendlich war es dann wohl auch die fehlende Erlaubnis seitens Nintendo, die das Ende dieses Spieles besiegelte. 2021 erblickte dann ein vollständig spielbarer, sogenannter Bild inklusive Singleplayer-Kampagne und Splitscreen-Multiplayer-Modus das Licht der Welt. Dieser lässt sich mittels Xenia-Emulator auf dem PC, idealerweise mit Xbox 360-Controller oder eben auf einer modifizierten Xbox 360 spielen. Lediglich einige Original-NPCs fehlen bzw. wurden ersetzt. Hier und da ruckelt mal was ungewohnt beim Laden oder ein Soundeffekt setzt nicht 100% an der richtigen Stelle. Basierend auf dem 1995 erschienenen Film spielen wir natürlich den Geheimagenten James Bond, besser bekannt als 007 in Persona vom fünften Bond-Darsteller, entsprechend des offiziellen Kanons Pierce Brosnan. Barry Nelson und David Niven lasse ich hier also bewusst außen vor, der ein Verbrechersyndikat daran hindern muss, eine Satellitenwaffe gegen Großbritannien einzusetzen. Letztendlich ist GoldenEye meiner Meinung nach der beste Brosnan-Bond-Film, das N64-Spiel einer meiner absoluten Lieblingsshooter und in dieser geleakten Remastered-Version die beste Version, die man spielen kann. Auch besser als der neuzeitliche 2023er Port für Xbox und Nintendo Switch, der absolut nichts mit der geleakten Version zu tun hat. Leute, die das ähnlich sehen und vielleicht nicht so emulatoraffin sind, sollten auch mal das PC-Game Agent 64 Spies Never Die auf Steam auschecken. Ein richtig cooler GoldenEye-Klon. Ein bisschen Footage davon könnt ihr sonst gerne in meinem letzten Durchgezockt-Video nachholen oder ihr guckt mal in mein 14 fast richtig gute James Bond Videogames Video, in dem ich mehr als holprig alle 007 Games bewerte. So, Eigenwerbung off. Resident Evil Umsetzung, Remakes, Remaster, D-Makes, Ports gibt es ja wie Sand am Meer und die meisten davon sind auch richtig gut. Warum allerdings der Port von Resident Evil 1 auf den Game Boy Color nie das Licht der Welt erblicken durfte, erkläre ich euch jetzt. 1998 beauftragte Capcom ein kleines englisches Entwicklerstudio namens HotGen mit der Portierung des Original PlayStation 1 Resident Evils auf den Game Boy Color. Ein ambitioniertes Projekt, diese prallgefüllte 32-Bit CD-ROM-Datenwucht nahezu 1:1 auf ein 4-Megabit 8-Bit Game Boy Color Cartridge zu übertragen. Die beiden HotGen-Oberhäupter Fergus und Kevin McGovern waren bis dato keine Unbekannten in der Branche und hatten sich bereits als Mitbegründer von Probe Software und Programmierer bei Acclaim einen Namen gemacht. Kultstatus erlangte
tanken die beiden durch einen eigens implementierten Finishing-Move Fragility aus Mortal Kombat 2 auf dem Sega Genesis, in dem Fergus Kopf auf den besiegten Gegner erscheint. Nicht besonders spektakulär, aber witzig. Aber zurück zu Resident Evil. Trotz etwaiger Portierungsprobleme wie die CPU-Auslastung bei software-skalierten Sprites sowie die Verwendung von großen Sprachmengen kam HotGen entwicklungstechnisch gut voran und Fergus McGovern war Anfang 2000 auch noch bester Dinge, da das Spiel sich bereits in der Qualitätssicherung befinde und kurz vor der Fertigstellung stehe. Im März 2000 ließ dann Capcom gegenüber IGN lapidar verlauten, dass man nicht überzeugt sei, dass das Produkt sowohl die Verbraucher als auch Capcom glücklich gemacht hätte. Bäm, Schlag in die Fresse. Irgendwann um 2011, 2012 hat dann ein glücklicher Engländer für schlappe 100 Pfund einen Lagercontainer von einer Firma erworben, die mit Haushaltsauflösung ihr Geld verdiente. In dem Lager befanden sich neben unzähligen handelsüblichen Systemen und Games unter anderem ein N64 und ein Atari Jaguar Entwicklerkit, sowie ein Game Boy Color Prototyp eines Flash Cartridges mit der Aufschrift Res Evil auf der Rückseite. Wie sich später herausstellen sollte, ein früher Prototyp des HotGen Releases. Der heilige Gral sozusagen. Wem der Container ursprünglich gehörte, kann zwar spekuliert werden, ist aber Status jetzt unbekannt. Später wurde dann noch eine weitaus fortgeschrittenere Version des Spiels über eine anonyme Quelle geleakt, in der zu Chris Redfield auch Jill Valentine spielbar ist, die ihr auch hier im Footage sehen könnt. Was bleibt, ist ein unglaublich ehrgeiziges wie auch authentisches Game Boy Color Spiel mit pixelgenauen Umgebungen, allen Schauplätzen und Rätselelementen. Das ist durchaus verdient hätte, veröffentlicht zu werden. Einzig die etwas störrische Steuerung, die noch panzermäßiger daherkommt als im Original, ist etwas bockig. Aber als Resident Evil erfahrener Oldschooler kann ich damit sehr gut leben. Checkt das aus. So, da ist er nun und bleiben wir beim Thema störrische Steuerung. Anfang der 90er Jahre war wohl der Peak, der Höhepunkt des künstlerischen Schaffens von keinem geringeren als Steven Seagal. Filme wie die beiden Alarmstufe Rohteile, Nico, Hard to Kill, Deadly Revenge, das Brooklyn Massaker oder Zum Töten freigegeben, gehören wohl in jeder gut sortierten 90er Jahre Videothek zu den Action-Highlights. Und Steven Seagal schickte sich an, einer der Top, hau drauf, ruckzuck ist die Fresse dick, Filmikonen überhaupt zu werden. Klar, dass man als gewiefter Videogame-Publisher Techmagic Entertainment diesen Hype ausnutzen wollte, um an schnelle Konsumentengeld zu kommen. Also begann Entwickler Riedel Software Productions 1993 mit der Programmierung für das SNES und Mega Drive von Steven Seagal is the final option. Frei übersetzt, Steven Seagal ist der absolut Einzige, der das hier gewuppt kriegt und kein anderer, nur Steven Seagal, Stefan Seemöwe. Die vage Grundidee, die auf keinem filmischen Machwerk basiert, ist, dass Seagal, um den Tod seines Partners zu rächen, eine Firma namens Nanotech infiltriert, um diese letzten Endes zu zerstören. Dabei kommen uns Söldner oder Sicherheitsbeamte und aggressive Wissenschaftler in die Quere. Wir können schlagen, treten, ein Seagalschen, Jiu-Jitsu, Aikido, was weiß ich, Signature-Wurf performen, blocken und müssen hier und da mit Schaltern bzw. Terminals interagieren. Außerdem haben wir eine Handfeuerwaffe, die in der mir vorliegenden Version über unendlich Munition verfügte. Die Steuerung ist in diesem Produktionsstadium allerdings super ungenau. Seagal sieht beim Laufen aus wie ein Michael Jackson auf Crack und sporadisch auftauchende Sprungpassagen münden des Öfteren im virtuellen Ableben. Sind wir in die Tiefe gefallen, können wir uns allerdings praktisch per Cursor an einer Wunschposition respawnen lassen. Zur endgültigen Beendigung der Entwicklung kam es wohl durch schwerwiegende Streitereien zwischen den Executives und den brancheunerfahrenen Produzenten. Erstere wollten den Release stealth-lastiger gestalten, zweitere einen plumpen Streets of Rage 2 Abklatsch. Genaueres ist diesbezüglich nicht bekannt. Steven Seagal hatte auch lediglich seinen Namen und sein virtuelles Konterfei verkauft. In Persona hatte er mit dem Release nichts zu tun und sämtliche Motion-Capture-Aufnahmen stammen von einem mir nicht bekannten Kampfsportler und angeblichen Seagal-Stunt-Double, der das für ein paar lumpige 100 Dollar gemacht hat. Die Mega Drive-Version ist bis heute verschollen und nur ein äußerst verbuggter SNES-Prototyp hat bis jetzt das Tageslicht erblicken dürfen.
Wie gesagt, die Sprungpassagen gehen ungenau von der Hand, das Level-Interieur verhält sich komisch unrealistisch, so kann man zum Beispiel einfach über dreidimensionale Kisten drüber laufen, anstatt drüber zu klettern, und gegen Ende des zweiten oder dritten Levels ist das Game bei mir komplett abgekackt. Abschließend muss ich sagen, ich hätte mir das Ding damals wahrscheinlich gekauft, zu einer Zeit, als Steven Seagal noch ein cooler Macho-Sprüche klopfender Lorenzo Lamas-Verschnitt für ganz Arme war. Das Game sieht nicht schlecht aus und aufgrund des unfertigen Produktionsstatuses lässt sich schwer erahnen, wie das finale Produkt ausgesehen hätte. Das war's dann wohl auch mit einem Seagal-Videogame, denn Deadly Honor für PlayStation und N64 wurde ja auch lediglich angekündigt und das war's. So Leute, schön, dass ihr durchgehalten habt. Am Ende gibt's ja mal ein Bierchen. Ich nehme das hier auch schon zum dritten Mal auf wegen Tonproblemen. Also da konnte man vorher gar nichts verstehen. Von da habe ich das Bier mir auch verdient. Es sieht auch leider schon ein wenig benutzt aus, weil ich jetzt schon zum dritten Mal mache. Es gibt ein Jaira, weiß ich nicht. Was auf jeden Fall ziemlich geil ist, dass das Logo da hier so eine Hopfengranate ist. Handgranate mit Hopfen gemixt. Also da hat mein Grafiker, Designer sich was einfallen lassen. Finde ich ziemlich geil. Hat mir meine liebe Freundin, die Betty, mitgebracht. Schönen Dank dafür. Ist ein Pale Ale, weiß ich schon. Ich meine, ich habe es auch schon probiert, aber ich weiß, dass ich Pale Ales nicht so gerne mag. Von daher, es ist egal. Es war eine nette Geste und das Logo sieht hammergeil aus. Jaira, whatever, auf euch. So, wenn ich das jetzt nochmal aufnehmen muss, dann weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe. Es schmeckt wie ein neuer Steven Seagal-Film, was auch immer das heißen mag. Ich wünsche euch was. Reingehauen.